Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei WOMO-Tipp Rudis Reise. Ja, in den letzten Videos habt ihr gesehen, wie Katrin und ich uns in Hallbergmoos getroffen haben und in Bad Waldsee. Und dann ist sie eingestiegen von Freiburg, dann bis nach Maseron ist sie mitgefahren. Ja, und wir haben eine wunderbare Woche erlebt, über die ich euch jetzt hier in diesem Video berichten werde. Ja, bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Katrin macht jetzt hier ein paar Fotos, weil hier ist das Meer, ein Restaurant und hinter uns sind diese Formation von Bolognese. Also richtig schick hier, immer noch wahnsinnig warm. Oh. Und wir fahren jetzt gleich mal weiter da vorne nach Bolognese, da oben hoch. Da ist auch, könnt ihr sehen, da ist so eine Schaukel und die gucken wir uns gleich mal an. Und Katrin macht hier ganz begeistert Fotos. Ja, traumhaft schön hier, ja? Richtig toll und schön warm. Warm, aber wir sind in dicken Klamotten, aber muss man ja auf Motorrad. Später geht's in den Pool oder ins Meer. Ja, machen wir so. Wir sind dann in Bolognese zu einem Aussichtspunkt gefahren, wo man hervorragend aufs Meer gucken kann. Da sind so Schaukeln aufgebaut. Ein ganz wunderbarer Punkt dort mit einer tollen Aussicht. Ja, jetzt ist gerade mal ein bisschen leise geworden. Nebenan ist gerade Baustelle. Wir haben jetzt wieder die dicken Jacken angezogen, weil es gleich mit dem Motorrad weitergeht. Wir waren jetzt gerade da vorne bei dem Happy Yogur. Und wir blenden mal ein, wir hatten nämlich da so einen Smoothie gehabt und gefrorenen Joghurt mit so ein bisschen Sachen obendrauf. Und einen Granizados. War letztlich ein Monster Slash, aber total lecker. Und musste man haben, weil es so warm war. Genau, wollte ich gerade sagen, vor allem richtig erfrischend. Ja, genau. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt Dienstagmorgen. Und es ist wieder wahnsinnig warm. Wenn man mit dem Motorrad losfährt, dann mit den dicken Jacken ist immer sehr speziell. Aber man muss sich ja dick anziehen. Und wir gehen jetzt gleich zum chinesischen Restaurant, zum Buffet essen. Genau, das ist hier vorne in der Richtung hinter uns. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Und wir haben echt schon lange gar nicht mehr so richtig gegessen, ne? Das wird Zeit. Ja, da haben wir richtig Appetit drauf. Okay, wir gehen mal rein da. Wir gehen dann da mal rein, uns wurde sogar die Tür aufgehalten und die chinesischen Restaurants sind ja immer so wunderbar. Wir haben sofort einen Platz bekommen. Es gibt dort Dinge, die dann frisch gekocht werden, das kann man sich selber aussuchen und ja, dann natürlich auch das normale Buffet. Also es war wirklich lecker, kann man, muss ich sagen, wirklich empfehlen. Und jetzt mit Helm, wir waren gerade beim Chinesen da, in Spanien beim Chinesen, ist so ähnlich wie beim Spanier in China. Ne? Ja. Also war hammerlecker, Geschmackserlebnis. Hoch 3. Viel zu viel, aber hat super gut geschmeckt. Auch mit Live-Cooking, man gibt da seinen Teller ab, das kennt man ja dann auch in Deutschland so. Aber es war wirklich bombastisch gut, reichhaltig. Man kann sich ja mäßigen, aber man muss es ja nicht. Man muss ja alles probieren irgendwie. Genau. Es war einfach grandios. Und jetzt fahren wir mal zum Meer. Ja, schön, endlich. Dann nehmen wir euch mit. Und vielleicht geht Katrin ja noch mal rein, wer weiß. Ja, unbedingt. Ob heute oder einen anderen Tag. Mal schauen. Wir fahren erstmal los. Katrin und ich sind jetzt im Bekleidungsgeschäft hier, dem größten Bekleidungsgeschäft vor Ort. Es gibt hier Sachen für Herren, für Kinder, für Männer, für Frauen. Also eigentlich für alles was dabei und so. Wir schauen einfach mal gucken. Und Katrin hat ja eben noch ein bisschen was zu erzählen. Oh, ich bin hier gerade hängen geblieben. Und zwar habe ich eben auf meiner Uhr gesehen, dass ich nämlich 1700 Schritte heute gelaufen bin. Und Wahnsinn, ja. Und das kann nur sein, dass die rings ums Buffet entstanden sind. Irgendwie. Meinst du, weil ich so oft ums Buffet gelaufen bin? Ja. Ja gut, wo kriegt man ja seine Schrittzahl her? Wir fahren dann mit dem Motorrad noch einmal los und zwar diesmal nach La Azuhia und schauen uns dort einmal den Steg dort an. Wir sind in La Azuhia und Katrin findet das hier unheimlich schön, aber wir werden es doch gleich im Pool baden und uns gefällt das hier richtig gut. An diesem Steg in La Azuhia wurden mit Trailern und ja, mit den PKWs viele Boote zu Wasser gelassen. Und es war so toll, das da so zu beobachten. Also ein Boot nach dem anderen. Ja, nebenan, da ist dann ein Strand. Da lagen dann auch ganz viele mit ihren Sonnenschirmen und Familien waren da. Und da war dann auch ein Herr, der dann von dem Steg dann ins Wasser gesprungen ist. Und das war auch toll dann anzusehen. Also ganz toll. Er ist ganz weit getaucht. Und Katrin geht dann hier nochmal
an dem Steg vorbei, dann zum Wasser runter. Und es war wirklich also ein toller Moment dort. Und hier sind viele Familien, die mit ihrem Sonnenschirm da direkt am Strand stehen, die Sonne genießen. Und wir freuen uns, dass wir diese wahnsinnig dicken, schicken Motorradklamotten anhaben, weil das so schön warm ist. Also genau, uns ist ja noch nicht warm genug, also da müssen wir ein bisschen dicker uns anziehen. Wir werden uns gleich mal was irgendwie an Getränken noch besorgen, weil echt, man schwitzt hier wirklich wahnsinnig. Aber danach geht es dann gleich nochmal in den Pool, direkt beim Rudi, ungefähr 20 Meter weiter, würde ich sagen, ist der Pool. Richtig schön zum Erfrischen. Und da gehen wir dann rein und der Rolf sagte uns, dass im Sommer das da so voll ist, dass man da nicht mal noch eine Kiste Bier mit reinstellen könnte, aber darf man sowieso nicht. Aber das ist wirklich, schon ein bisschen, kühlt ein bisschen ab. Ja. Und wir düsen jetzt langsam wieder an der Küste zurück zum Stellplatz. Der Pool brachte eine hervorragende Abkühlung. Als nächstes sind wir dann nach Camposol gefahren. Camposol ist eine Urbanisation, eine Siedlung, die so circa 15 bis 20 Minuten vom Meer entfernt liegt. Es sind dort sehr, sehr viele Häuser, sehr wunderschöne Häuser, die jetzt auch teilweise zum Kauf angeboten werden. Dort leben sehr viele Engländer. Und nun ist es ja so, dass England aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Und das bedeutet für die Hauseigentümer dort, die aus England kommen, dass sie nun nur noch für 90 Tage ein Visum bekommen und dann nach 90 Tagen wieder nach England einreisen müssen. Viele, die sich dort ein Haus gekauft haben, sagen, das ist nun etwas unpraktisch für uns. Wir verkaufen es jetzt und dort sind eben halt sehr viele Häuser, die dort jetzt zum Verkauf angeboten werden. Wir haben uns das einfach mal alles angeschaut. Das sind also wirklich schöne Häuser. Das war ein wunderbarer Anblick, das einfach alles mal zu sehen. Wir sind dort einmal ganz ruhig durchgefahren. Es ist irre warm. Wir sind hier in Camposol. Auch ein Teil von Mazaron, eine Urbanisation heißt das, also ein in mehrere Sektoren aufgeteiltes Gelände mit ganz vielen ganz tollen Häusern, aber weil es so alles die gleichen sind, ist das wieder gar nicht so toll. Wir sind einmal durchgefahren, es ist riesengroß. Eigentlich nur Häuser, ja. Straßen. Und hinter uns ein Einkaufsladen, den wir gerade noch aufgesucht haben. Innen drin ist natürlich schön klimatisiert, total toll. Aber ich muss ehrlich sagen, guck mal im Horizont dahin, da siehst du diese Funkgeschichte da. Das ist ungefähr in der Mitte von dem Camposol. Es geht also noch weiter darüber hinaus, ja, nochmal das Gleiche. Es ist also riesengroß, ganz viele, ganz tolle Häuser. Aber dauerhaft wohnen, nicht so geil, nicht wirklich. Obwohl die sehr günstig sind, muss man dazu sagen. Aber nö, da gibt es anderes. Das ist mir zu weit weg vom Strand. So, jetzt drehen wir uns mal gucken, ob man das sehen kann, dass wir mal da im Hintergrund da hinten das Camposol sehen können, aber irgendwie wird das, glaube ich, schwierig sein, das jetzt drauf zu kriegen. Es ist einfach gereist. Wir fahren jetzt weiter. Das Lachen sollte mir in wenigen Sekunden vergehen. Wir sind hier eine sehr steile Abfahrt runtergefahren. Ich musste nach links schauen, weil was kommt. Hier ist ein Zebrastreifen, der sehr glatt ist. Ich musste anhalten. Man sieht es hier auch, wie glatt es ist. Und zack, lagen wir dann da auf der Straße. Wir sind einfach im Stand umgekippt, weil ich das Motorrad nicht halten konnte. Die Straße war so glatt an der Stelle und es war nicht mehr zu halten. Passiert ist aber glücklicherweise nichts. Insofern konnten wir dann in Ruhe weiterfahren. Wir setzen die Fahrt fort und fahren nach Puerto de Mazaron zum römischen Salzmuseum. Ja, Katrin und ich sind jetzt hier unter einem vierstöckigen Haus und hier ist ein römisches Fischfabrikmuseum, das hier unter dem Haus ist. Also man sieht die Säulen, die das Haus tragen und in diesem archäologischen Fundort hat man dann oben drüber das Haus drüber gesetzt. Wir gehen jetzt ja mal und sehen hier die großen Fischbecken hier. Da haben sie dann die Fische drin gehabt. Und hier geht man dann übers Glas rüber. Holla, ich hoffe es hält. Sit, sit. Wahnsinn.
Es ist Donnerstagmorgen. Wir hatten gestern einen wunderbaren Tag gehabt. Heute Morgen. Lang ausgeschlafen, erstmal. Lang, genau. Und jetzt ist es wieder, die Sonne, die brennt runter. Meine Haut ist ein bisschen röter als normal, kann man so ungefähr sagen. Man weiß genau, von welcher Seite man mehr Sonne bekommen hat. Rolf sagte, dein Rücken ist ganz weiß. Nett. Heute Abend drehen wir uns mal. Wir werden jetzt einmal zu Mercadona fahren, um uns ein bisschen was zu trinken mitzunehmen. Und danach geht es dann zu dem, wir sagen immer, neuer Campingplatz oder Stellplatz. Ich glaube, es ist der Parazuelos, der direkt am Meer liegt. Und von dort aus fahren wir nochmal zur Schlangenbucht. Dann darf Katrin mal gucken, ob das Meer gut ist. Das ist es mit Sicherheit, genau. Und danach werden wir dann nochmal schauen, ob wir noch irgendwie eine Tapasbar finden, die noch was Schönes für uns hat. Also wir müssen ja alles mal mitnehmen. Jetzt hatten wir Chinese, Inder, Grieche, was Deutsches. Also wir hatten eine ganze Menge, ja. Ja, eigentlich haben wir alles durch, außer Tapasbar, die haben wir noch nicht und da müssen wir heute auch nochmal hin. Also so wird unser Tag heute aussehen. Mal schauen, was wir davon umsetzen. Wir nehmen euch natürlich wieder dabei mit. So, nochmal ohne externes Mikrofon. Wir haben jetzt ganz eben nochmal eingekauft und sind auf dem Weg zum Strand und muss noch ein paar Getränke mitnehmen und nochmal den Schinken in Spanien probieren. Finde ich ja immer total lecker. Der muss probiert werden. Ja, und hier ist ganz viel Wind, wahrscheinlich ist die Tonaufnahme völlig für den Eimer, aber... Und kalt, deswegen habe ich schon einen Helm auf. Wir fahren jetzt zum Strand. Auf dem Weg zum Playa Paracuelos fährt man durch die großen Plantagenanlagen, die großen Gewächshäuser. Das ist natürlich schon ein bisschen beeindruckend, das zu sehen. Da kommt das ganze Gemüse her, was man in Deutschland kaufen kann. Zumindest ein großer Teil davon wird hier produziert. Da vorne kommt direkt ein Wohnmobil angefahren hier zur Playa Percheles. Hier ist natürlich der Stellplatz, der immer noch relativ leer ist. Hier stehen so 15 bis 20 Wohnmobile weit verstreut. Hier vorne ist die Nummer 728, also sind noch einige hundert Plätze hier frei. Von der Playa Paracuelos fahren wir zur Playa Percheles, der Schlangenbucht, parken hier ein und gehen dann sogar baden. Ja, wir sind bei der Playa, schon, ich hab gerade schon geklopft, Percheles, also der Schlangenbucht, südlich von Mazarrón gelegen, ungefähr 10, 15 Minuten zu fahren. Also traumhaft. Traumhafter Strand, Sonne, das Meer, wunderschön. Wir waren drin gewesen und auch keine Steine, keine Muscheln. Schöne Wellen. Einfach nur Sand und Wellen da und dann sind wir da drin gewesen. Selbst ich war im Wasser gewesen. Das ist schon, kann man sich Kalender eintragen. Ich konnte überreden. Ja, ich habe es geschafft. Und alles, was im Sand so nachteilig ist, so, ne, dass man rauskommt aus dem Wasser und ist dann nass und der ganze Sand klebt überall. Auch das haben wir gut hingekriegt. Also einfach traumhaft hier. Hier hinten die Palmen. Ich blende auch mal so ein schönes Bild ein oder so ein paar Eindrücke hier vom Strand. Das ist einfach wunderschön. Und wir düsen jetzt nochmal schnell nochmal zum Einkaufen und schauen mal, ob wir nachher noch eine Tapasbar finden. Wo wir einfach mal nur was sagen können, wir sind auch mal beim Spanier gewesen. Wir könnten auch grillen, wir könnten alles Mögliche machen. Es ist einfach traumhaft hier. Wir haben so viele Erlebnisse, so viele Eindrücke, immer wieder was Neues. Ich wollte sagen, wir sind glücklich. Ja, wir sind einfach glücklich. Das sind wir wirklich, kann ich einfach so sagen. Ja. Wunschlos glücklich. Gut. Das stimmt. So, das erste Mal im Film. Katrin und ich sind hier zum Hafen gefahren von Mazarrón und laut Google Maps sollten alle Restaurants offen haben und erst um 22 Uhr schließen oder auch 0 Uhr. Problem ist, es hat eigentlich gar keins auf, außer die Doofen, die wir nicht haben wollen. Das ist natürlich wunderschön hier am Hafen. Wir sind eindeutig zu früh dran, wie es aussieht. Ja. Es ist auch noch total heiß im Moment. Also die einzige Lösung ist, entweder finden wir noch irgendwas oder wir fahren dann doch und holen uns irgendwie was zum Grillen. Also wir schauen nochmal. Also es ist natürlich wundervoll hier. Die Boote, der Hafen, die Restaurants sind schon toll. Aber wenn dann nicht offen ist, dann hat das alles irgendwie keinen Sinn. Aber wir finden sicher was. Gut, wir gehen nochmal weiter. Katrin und ich sind jetzt beim La Casita Belga in einem belgischen Restaurant. Also so richtig mit den Tapas hat es hier nicht geklappt. Nicht wirklich. Dafür gibt es hier einen Angus-Burger und Spaghetti Bolognese. Typisch belgisch halt. Aber wir haben hier eine wunderschöne Aussicht, wenn ihr mal so gucken wollt. Aha, direkt mit am Strand davon und so. Ganz, ganz wunderbar. So, und jetzt essen wir es mal wieder weiter. Guten Appetit. Guten Appetit.
Leider ging die Woche viel zu schnell vorbei. Katrin bringe ich dann mit dem Motorrad zum Flugplatz nach Alicante. Wir müssen recht früh starten, deswegen schiebe ich das Motorrad hier auf dem Stellplatz morgens dann zum Tor und wir fahren dann nach Alicante. Wir haben so etwa 2 Stunden Fahrt eingeplant. Wir fahren also rechtzeitig los und wollen uns auch nicht abhetzen. Es war noch dunkel morgens und ja, es war ein schwerer Moment loszufahren. Außerdem haben wir natürlich ein bisschen Regen abbekommen. Katrin zum Flughafen zu bringen nach dieser wunderschönen Woche, das fiel schon wirklich schwer. Nach dieser wunderschönen Woche haben wir uns dann am Flughafen verabschiedet. Es war ein wirklich schwerer Abschied. Nach diesem Film kommen noch eine ganze Menge Bilder aus dieser Woche. Schaut euch die einfach dann in Ruhe an. Und wie es nun mit uns weitergeht, das werden wir in einem der nächsten Filme berichten. Also bleibt dran und schaut wieder rein.